Ich begrüße euch alle recht herzlich zu einem neuen Webinar Entdecke die Welt der Podcasts mit Jan Witzer neben mir. Jan wird gleich auch noch mal zu sich und zu seinem Podcast zu sprechen kommen. Es soll ja heute darum gehen, was sind eigentlich Podcasts? Das hat man vielleicht auch schon mal gehört. Aber das ganze Potenzial, was da hinten dran steht, das ist, ich glaube, weitreichender als auch viele sich vorstellen können oder viele denken. Die große Frage ist ja auch, also was nicht nur, was ist das überhaupt, wie kann ich das gebrauchen und vielleicht auch, wie kann ich das auch selber produzieren? Und der Jan, der hat da ein ganz, ganz spannendes Projekt am Laufen, das er dann auch nochmal vorstellen wird. Ansonsten, wie immer in den Webinaren, in den Talks, ihr seid herzlich eingeladen, euch zu beteiligen, mitzusprechen, ja gerne per Video, per Kamera oder auch im Chat. Für die einfache Form wählen wir jetzt für dieses Format das Du als Anrede. Ich hoffe, damit stört sich jetzt auch keiner. Wir können dann gerne nach Beenden des Webinars wieder auf das Sie übertreten. Das ist ein Angebot, das nehme ich an. Ja, wunderbar. Aber da muss ich mir überlegen, ob ich dir doch das Sie anbiete. Ja, das ich bei jedem. In diesem Sinne, Jan, herzlich willkommen. Schön, dass Hallo, du dir die Zeit nimmst, heute Abend mit in diesem Talk zu sprechen. Und ich würde jetzt einfach mal das Wort geben. Vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor, wer du bist, was du machst. Und ja, bitteschön. Dankeschön, sehr gerne. Hallo aus Dresden und herzliche Grüße an dieser Stelle. Mein Name ist Jan Witzer. Ich arbeite für die evangelische Jugend in Sachsen, dort für den Bereich gesellschaftspolitische Jugendbildung. Und wie man jetzt schon unschwer hören kann, ich bin gerade massiv erkältet. Das ist natürlich die beste Voraussetzung für ein Webinar zum Thema Podcast. Aber ich hoffe, es wird trotzdem gehen und meine Stimme hält durch und ich bin gut zu hören und zu verstehen. Im Rahmen der politischen Bildung, die ich für die evangelische Jugend betreibe, ist eine Netzwerkstelle gefördert aus Bundesmitteln. In der evangelischen Trägergruppe für gesellschaftspolitische Jugendbildung habe ich einen Podcast entwickelt als Element der politischen Bildung, die sogenannten sächsischen Verhältnisse. Das ist der Podcast, den ich betreibe. Und da geht es darum zu verstehen, wie es zu bestimmten gesellschaftlichen Entwicklungen im Freistaat Sachsen gekommen ist, aber auch wie bestimmte politische Entscheidungen und bestimmte, sagen wir mal, gesellschaftliche Entwicklungen und politische Richtungsentscheidungen in Sachsen nachzuvollziehen sind. Und da treffe ich Gäste in diesem Podcast und lasse mir das erklären. Und mittlerweile sind 37 Folgen erschienen. Frauke Petri war dabei, Alexander Dirks war dabei, die sächsische Polizei, Thomas Geithner war dabei. Und so gibt es eine Palette an Gästen, die mir den Blick auf die sächsischen Verhältnisse ermöglichen. Und in dem Rahmen habe ich sozusagen die Lernkurve für Podcasts genommen. Okay, das klingt super spannend, aber vielleicht vorneweg einfach mal zu nehmen, was stelle ich mir unter einem Podcast eigentlich vor? Was ist das überhaupt? Ist das ein Brief, den ich zugeschickt bekomme, eine Zeitschrift oder... Ja. Gerne würde ich euch da was zeigen, wenn ich darf. Ich gebe mal meinen Bildschirm frei. Hier ist die Präsentation dazu. Könnt ihr das sehen? Ja. Ja, super. Okay. Ich würde gerne erklären, was ein Podcast ist. Danke für die Frage. Ich habe das natürlich auch ein bisschen vorbereitet. Das Wort Podcast ist ein zusammengesetzter Begriff aus zwei Elementen. Pod heißt, es ist die Kurzform für Play on Demand, also abspielen auf Abruf. Und der Cast ist aus dem Broadcast geliehen. Das heißt, es ist eine Datei, die auf Wunsch abgespielt wird und die sozusagen weltweit ausgestrahlt wird. Also eine Audiodatei, die auf verschiedenen Plattformen zum Download bereitsteht und dann per Smartphone oder per Laptop oder per PC abgehört, abgespielt, abgerufen werden kann. Wenn man so will, könnte man sagen, es ist ein vordefiniertes Radioprogramm, was aber nicht als UKW oder über DAB ausgestrahlt wird, sondern was man sich gezielt sucht und dann hört man sich diesen Podcast, diese Geschichte, dieses Hörbuch oder eben diese Radiosendung an. Soll ich gleich weitermachen, Tobias? Oder willst du? Sicher, sicher. Alles klar. Wenn wir ein bisschen in die Statistik schauen, dann kann man sagen, dass es mittlerweile in Deutschland in Deutschland, Österreich und der Schweiz über 6000 deutschsprachige Podcasts gibt. Und es gibt da sehr viele verschiedene Kategorien. Neben Wirtschaft und Wissenschaft, Unterhaltung, Comedy, Gesundheit, Gesellschaft, Kultur, Musik und Nachrichten gibt es aber auch Podcasts über Beziehungsleben, Sexualität, Leben im Alter, Pflege, was weiß ich. Also es gibt eigentlich kein Thema, was
was ich mir vorstellen könnte, über das es nicht schon einen Podcast gibt. Das ist wirklich beeindruckend. Wenn man auf die Statistik schaut, zum Beispiel hier von Statista habe ich mal was mitgebracht, dann wird vor allen Dingen mobil Podcasts gehört. Das heißt, die meisten Menschen konsumieren das über ihr Smartphone, über ihr digitales Endgerät, was sie auf dem Weg haben. Und wenn man sich hier die Zahlen anschaut, dann gibt es in allen Alterskohorten im Vergleich von 2016 zu 2018 einen Anstieg. Erheblich ist der Anstieg bei den 30- bis 49-Jährigen, aber auch bei den über 64-Jährigen gibt es einen signifikanten Anstieg, was Podcasts angeht. Und das hat vor allen Dingen auch damit zu tun, dass sie vergleichsweise leicht selbst zu erstellen sind. Und man sozusagen selbst zum Anbieter werden kann für das Thema, was einem wichtig ist. Und man damit auch eine Gemeinschaft aufbauen kann rund um ein bestimmtes Thema und dann mit den Menschen, den Hörerinnen und Hörern gemeinsam sozusagen das Thema weiterentwickeln. Also vielleicht, also ich kann da mal so eher von meiner Warte aus sprechen. Die Zuneigung und auch die Affinität zu Podcast, die ist am meisten gewachsen, als ich viel im Auto gependelt bin. Und eigentlich nichts anderes machen konnte, natürlich als Autofahren, als dann noch irgendwas zu hören. Dann stellt man sich auch vor, okay, bei 2 bis 3 Stunden Auto am Tag, damit das nicht zur verschwendeten Lebenszeit wird, wie kann ich das irgendwie sinnvoll füllen? Und das hat mit Podcast auch fantastisch funktioniert. Genau, also die meisten Menschen, und da bist du eben sozusagen Vorzeige, Tobias, an dieser Stelle, die meisten Menschen hören Podcasts, während sie was anderes machen. Also beim Wohnung putzen, beim Joggen gehen, beim Pendeln auf den Weg zur Arbeit in der Straßenbahn und so weiter und so weiter. Podcasts sind in der Regel dezidiert dafür gemacht, dass man sie nebenher hört, während man einer anderen körperlichen Tätigkeit nachkommt, die nicht viel kognitive Leistung erfordert. Podcasts sind in der Regel nicht dazu gemacht, dass man sich in den Ohrensessel setzt und wie man eine gute Schallplatte hört oder eine CD hört, sich dann hinsetzt und sagt, so, und jetzt höre ich mir diesen Podcast. Ah, der Khaled, der schreibt gerade im Chat, gutes Stichwort, er sitzt gerade im Auto. Tata! Also auch Webinare können an dieser Stelle konsumiert werden, das ist ja interessant. Und natürlich hat auch die Werbeindustrie und die Wirtschaft hat Podcasts mittlerweile entdeckt, weil sie, geht ins Ohr, bleibt im Kopf, ist ein Slogan sozusagen, weil Podcasts aufgrund der Art und Weise, wie dieses Medium sozusagen daherkommt, sehr tief reingeht. Also dadurch, dass Menschen bei einer körperlichen Tätigkeit, die nicht viel Aufmerksamkeit verlangt, nebenher diesen Podcast hören, sind sie aber gut in der Lage, sich auf die Inhalte zu konzentrieren. Und das, was in einem Podcast passiert, hat eine hohe Rezeptionswahrscheinlichkeit. Es wird sehr wahrscheinlich von den Menschen angenommen. Und hinzu kommt, das finde ich bei diesen Medien noch sehr interessant, dass in dieser schnelllebigen Zeit, in der wir uns gerade befinden, wo sozusagen News auf News auf News und Schlagzeile auf Schlagzeile folgt und man ein bisschen den Eindruck hat, es wird ganz schön viel, Podcasts einen Konterpunkt setzen, weil ganz viele Podcasts wenigstens 20 Minuten lang sind oder länger. Der Podcast Die Sächsischen Verhältnisse, meine Folgen sind in der Regel zwischen 45 und 60 Minuten lang. Und das heißt, man hat auch die Möglichkeit, einen Gedanken ernsthaft zu vertiefen und zu Ende zu denken und das auch auszusprechen und sauber zu formulieren und Argumente aneinander zu reihen und vorzutragen. Und das macht mir auch Spaß dann beim Podcast hören sozusagen, dass ein Gedanke nicht rasch präsentiert und schon wieder vorbei ist und vom nächsten verdrängt wird, sondern dass man sich die Zeit nehmen kann, das Ganze sauber durchzudeklinieren. Ja, Tobias, ich fahre einfach vor, okay? Und du gehst genau rein, richtig, wenn du das für richtig hältst. Ja, ja. Also wir haben jetzt im Chat von Michael auch nochmal eine Frage, wie man mehrere Podcasts hintereinander schaltet, damit man im Auto nicht abgelenkt wird. Also es geht so in Richtung Playlisten. Ich denke, wenn wir so in das Stichwort Podcatcher dann kommen, wird das dann ja auch Thema sein. Ne? Okay, super. Na, dann gehe ich genau da gerade mal rüber. Also wo finde ich Podcasts? Das Icon in der Mitte, was in der Präsentation zu sehen ist, das ist das Logo von Apple Podcasts. Die haben, würde ich schon sagen, Podcasts tatsächlich groß gemacht. Mittlerweile gibt es mehrere Anbieter. Aber man findet Podcasts in diversen Apps. Zum Beispiel, du hast gerade schon den Podcatcher genannt oder hier habe ich ein paar abgebildet, was es so alles gibt für iOS, also für die Apple-Geräte, aber auch für Android-Geräte.
Und alle funktionieren so, dass sie auf einen sogenannten RSS-Feed zugreifen. Das heißt, die Datei, die ich zur Verfügung stelle, die Audiodatei, mein Podcast, die fertige Folge, die stelle ich ins Netz und es muss ein RSS-Feed generiert werden, der dann den ganzen Apps, welche auch immer ich verwende, sagt, Achtung, hier gibt es eine neue Folge, zum Beispiel von den sächsischen Verhältnissen oder von Einfach mal machen, der evangelischen Jugend in Oldenburg oder. Und dann laden diese Apps, wenn ich den Podcast einmal abonniert habe, die neue Folge automatisch runter und dann liegt sie sozusagen im Smartphone bereit und ich kann sie das nächste Mal abspielen. Und um auf die Frage zu kommen, es gibt sozusagen diverse Apps, wo man das auch dann als Playlist erstellen kann und einzelne Podcast-Folgen einreihen kann. Das heißt, ich muss mir das vorher zusammenstellen oder ich zum Beispiel bei Apple Podcasts geht, dass ich einfach oben in meiner Liste auf Play drücke und dann spielt es die ganze Liste durch, so die Podcasts bereits runtergeladen sind. Wenn ich mit Datenvolumen gesegnet bin, dann kann es auch so laufen. Eine andere Möglichkeit, um an Podcasts zu kommen, ist, nach den Websites der Podcasts selbst zu suchen. Also in meinem Fall wären das dann die sächsischen Verhältnisse. Das Ganze sieht dann so aus. Natürlich gehen wir auf die Website. Zack, da ist sie. Du müsstest jetzt nochmal das separate Browserfenster freigeben, weil wir sehen noch deine Präsentation. Ah, das ist ja interessant. Okay, neue Freigabe. Ja. Oder du gibst den Desktop frei, dann sehen wir deinen Desktop. Ja, fantastisch. Ja, wunderbar, so, da ist sie. Ja. Sehr genau. Das ist die Startseite der sächsischen Verhältnisse. Aktuelle Folge 37 mit Benjamin Brunner ist hier zu sehen. Die kann ich mir jetzt hier direkt anhören. Entschuldigung, meine Stimme, es tut mir wirklich leid, ich hoffe, es geht. Das heißt, hier habe ich dann den Podcast-Player, der ist auf der Website eingebunden und dann kann ich hier auf Play drücken und dann läuft die Folge sozusagen auf meinem Laptop oder auf meinem PC. Ich kann aber auch, wenn ich die Seite zum Beispiel mit dem Smartphone aufrufe, kann ich den Podcast abonnieren und da haben die meisten Podcasts einen Abo-Button, wo ich mich dann eintragen kann, wenn ich da draufklicke, dann kommen hier schon diverse Apps, die angeboten werden, die sozusagen hinterlegt sind oder auch diverse Cloud-Anbieter, bei denen ich mich anmelden kann, um meine Podcasts zu sammeln und zu kuratieren. Und wenn das alles nichts hilft, dann kann ich auch den sogenannten RSS-Feed kopieren. Das ist diese Zeile, die hier zu sehen ist. Wenn ich die sozusagen in die jeweilige Podcast-App einfüge, dann werden automatisch die neuen Folgen jedes Mal heruntergeladen. Jetzt haben wir ja die Möglichkeit einmal, ich beende hier mal kurz die Freigabe, dass wir uns nochmal angucken können, Jan. Ja. Genau, wir haben jetzt halt die Möglichkeit, wie du gesagt hast, über diesen RSS-Link einen Podcast manuell zu abonnieren. Das heißt, ich öffne meine App, füge den Link ein und dann habe ich den abonniert. Genau. Aber es sind ja auch in vielen Apps, wie jetzt in iTunes oder Spotify oder wie auch immer, schon bestimmte Podcasts in der Kategorie schon mit drin. Das heißt, die gebe ich nicht manuell ein. Wie bringe ich denn iTunes dazu, meinen Podcast aufzunehmen oder andere große Anbieter? Okay, eine Ergänzung noch. Natürlich muss ich nicht immer diesen RSS-Feed kopieren, sondern ich kann auch in jeder Podcast-App nach Themen suchen, die mich interessieren. Also ich kann Politik eingeben oder Zeitgeschichte oder, keine Ahnung, Beziehungen oder. Und dann werden mir alle Podcasts, die in diesen Kategorien einsortiert sind, auch aufgezeigt und vorgeschlagen. Den eigenen Podcast bei zum Beispiel iTunes anzumelden, das ist ein bisschen kompliziert. Da braucht man eine Apple-ID und dann muss man sich sozusagen dort registrieren und man muss eine Folge bereits online haben. Man braucht einen funktionierenden RSS-Feed. Und dann checkt Apple Podcasts, ob das ein stabiler Feed ist, ob das alles funktioniert, ob das technisch sauber ist, ob keine gewaltverherrlichende Sprache verwendet wird und so weiter und so weiter. Und wenn das alles okay ist, wenn das der Fall ist, dann wird sozusagen der Podcast gelistet. Ich habe das am Anfang, als ich angefangen habe, habe ich das über meinen eigenen Server gemacht und über die eigene Website gemacht und so und habe mich da technisch einmal durchgefummelt. Und wollte dann mit meinem Podcast im Mai letzten Jahres gerne auch bei Spotify gelistet werden, weil das ein großes Ding war zu sagen, also wenn du Podcast hast, dann musst du bei Spotify sein. Das war ein wahnsinnig guter Marketing-Trick, der hat prima funktioniert.
Spotify ist für Podcasts, finde ich, nicht gut gemacht. Das ist nicht der richtige Ort dafür. Und da habe ich dann einen Hoster in Anspruch genommen, der in Deutschland sitzt, sozusagen. Die Jungs und Mädels arbeiten in Berlin. Ich kann den auch einmal zeigen. So, ich gebe nochmal den Bildschirm frei. Das ist die Firma Podigee, heißen die. Und da ist, das ist jetzt sozusagen das Backend, also der Hintergrund. Dort kann man sich registrieren lassen und dann den eigenen Podcast einrichten. Und das ist ziemlich komfortabel und in dem kleinsten Budget auch vergleichsweise günstig. Es nimmt einem aber eine Menge technischer Arbeit ab, weil man hier auf der Oberfläche, hier sind dann die ganzen Episoden und so weiter, hier wird aber ein Feed eingerichtet. Man kann sogar hier über den Blog, muss man keine eigene Website erstellen und so weiter, sondern man kann bei Podigee und aber auch bei anderen Hostern eine eigene Podcast-Seite sich erstellen lassen, sozusagen, wo dann die Basisinformationen drauf sind, wo ein gut abonnierbarer und kopierbarer und verteilbarer RSS-Feed vorhanden ist. Also das ist ziemlich komfortabel und da muss man dann sozusagen dafür bezahlen. Die andere Variante ist, mit viel technischem Gefrickel und Gefummel es selber zu machen. Okay, gut. Dankeschön. Also das heißt, es ist auch möglich, das selber hinzukriegen, aber es gibt auch Dienste, die einen für das oder die das für einen auch übernehmen dann. Genau. Auf meiner Website sächsischeverhältnisse.de habe ich so eine kleine Mini-Anleitung geschrieben, wie man das Ganze machen könnte, welche Dienste ich benutzt habe und wie ich angefangen habe und wie ich es heute mache. Also wer da noch im Detail was wissen will, kann da gerne nachlesen über das Projekt. Genau, richtig. Und vielleicht, also für diejenigen, die sich das jetzt so auf dem Smartphone auch noch nicht so vorstellen können, würde ich jetzt einfach auch mal ganz kurz zeigen, wie das per Spotify auch aussehen kann. Und zwar unterbreche ich jetzt einfach wieder deine Bildschirmfreigabe. Die habe ich doch gerade schon, oder nicht? Und komme mal mit meinem Smartphone rein. Boah. Richtig, und ich nutze jetzt auch Spotify zum Beispiel als Podcast-Programm auch. Und wenn ich jetzt auf die Suche gehe, habe ich jetzt hier vorhin schon mal Sächsische jetzt eingegeben. Dann wird direkt als zweites Ergebnis Sächsische Verhältnisse zum Beispiel angezeigt. Und dann kann ich hier dann auch die Folgen anhören. Natürlich kann ich auch nach anderen Bereichen auch suchen. Genau, und so geht das ähnlich auch mit anderen Podcast-Apps und Programmen. Weil ich die Frage im Chat gerade gelesen habe, Podigee bietet auch Transkripte an, allerdings muss man die separat bezahlen. Oder man hat ein großes Abo-Paket, dann ist es kein Problem, dann ist es schon wieder mit drin. Okay, noch eine Frage von Khalid, wie ist es mit der ARD-Audio-App, Audiothek-App, kann man hier deinen Podcast abonnieren? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ich habe es auch gerade im Chat gelesen, aber ich muss gleich mal nachgucken. Okay, gut. Gucken wir mal nach. Gehen wir mal ganz einen Schritt weg von der Technik. Es soll ja auch vor allen Dingen um Inhalte gehen. An welche Zielgruppe richtet sich denn dein Podcast, beziehungsweise wen erreichst du damit und wie zufrieden bist du damit? Ja, das ist witzig. Die erste Frage, wenn sich zwei Podcaster treffen, ist nicht, wie heißt das Ding oder so, sondern wie läuft, sondern wie sind die Zahlen? Klar. Und alle sind dann, ja, das ist ganz schwierig und so. Also es ist tatsächlich technisch schwierig, weil die Distributionsplattformen dann doch relativ breit sind. Also ich habe eine grundsätzliche Statistik, das heißt, ich kann reingucken und ich weiß, dass die Folgen im Durchschnitt, einige laufen besser, andere laufen schlechter, das hängt vor allen Dingen von den Themen und den Gästen ab, aber so im Durchschnitt kann man sagen, 500, 550 Mal gehört werden etwa. Einige reißen aus nach oben, das kommt auch immer ganz drauf an, wie nah ich gerade an dem Thema dran bin. Also zum Beispiel die Folge mit Frauke Petri, kurz nachdem sie aus der Bundestagsfraktion der AfD ausgetreten war, das war kurz nach der Bundestagswahl, sie hatte gerade die Partei Die Blauen gegründet, die ist schon ziemlich durch die Decke gegangen. Und andere Folgen bleiben dann dahinter zurück, aber das, okay, ja. Kein Problem. Die Idee ist, junge Erwachsene damit zu erreichen. Das heißt, Menschen, die prinzipiell ein Interesse an Politik haben oder an gesellschaftlichen Themen, an gesellschaftlicher Entwicklung und irgendwie am Freistaat Sachsen. Deswegen heißt das Ding ja Sächsische Verhältnisse.
Und wenn ich auf die Kommentare gucke, beziehungsweise auf das Feedback bei Instagram oder Facebook, dann ist das auch nicht ganz schlecht. Da liege ich nicht ganz daneben. Allerdings habe ich doch eher eine ältere Hörerschaft. Podcasts sind also zumindest momentan, oder politische Podcasts, gesellschaftspolitische Podcasts, sind momentan nicht das Ding, um 14- bis 18-Jährige zu erreichen, aber die 18- bis 49-Jährigen schon eher. Insofern, ja, doch, ich bin ganz zufrieden. Es läuft ganz gut. Ja, also ich finde bei sowas, da muss man sich einfach mal die Frage stellen, also wenn du ein Thema zum Beispiel hast und ein Themenheft draus machst, erreichst du dann auch 500 Leute damit, die das dann wirklich lesen? Also natürlich machst du 10.000 Exemplare und verteilst die, aber lesen das auch wirklich 500 Leute? Ja. Und was ich total genial finde, ist ja auch die Zeitlosigkeit, also dass ich mir jetzt ja auch noch alle Folgen angucken kann und einmal produziert, stehen die Inhalte ja fertig, abrufbar, dann ja auch bereit. Genau. Naja, und ich könnte ja auch sagen, ich mache eine Podiumsdiskussion oder einen Gesprächsabend. Ich hätte Frauke Petri, ich mache es mal an ihr exemplarisch, weil sie so hervorsticht sozusagen. Ich hätte die ja auch zu einem Gespräch aufs Sofa einladen können. Hätte ich dann den Saal mit 500 Leuten voll gemacht oder mit 700 Leuten? Ich weiß es nicht genau. Und so ist es aber, ja, also ich glaube, mit einem vergleichsweise geringen Aufwand hat man eine relativ gute Reichweite. Ja, das sehe ich ähnlich. Genau, wunderbar. Ja, also wir haben jetzt so ein bisschen die Zielgruppe, die Motivation, die Zielsetzung, das Konzept hinten dran. Wir haben jetzt auch schon mal auf die Technik des Hörens und des Veröffentlichens jetzt auch mal geschaut. Ich würde jetzt einfach mal so eine Frage an die Zuschauerinnen und Zuschauer geben. Gibt es bislang noch mal Fragen oder Rückmeldungen dazu zum Thema Podcast? Oder einfach auch mal zurückgefragt, wer hört denn auch Podcasts und was sind eure Lieblingssendungen? Vielleicht in den Chat oder auch gerne in die Kamera übers Mikrofon. So. Warten wir noch mal ein bisschen. Okay, kann ich ja vielleicht auch einfach mal anfangen, während andere vielleicht noch schreiben. Ich habe gemerkt, dass es für den Bildungsbereich unheimlich viele oder ja, einige Podcasts auch gibt, vor allen Dingen auch im Bereich Netzpolitik und Netzbildung. Ich höre mir immer sehr gerne vom Sascha Lobo seinen Podcast an. Wo er dann auf seine Spiegelkolumne dann und auf Kommentare darauf reagiert, weil ich finde, er auch nochmal eine sehr direkte, aber auch tolle Sicht auf Verhaltensweisen und auf bestimmte Typen von Argumentation einfach hat. Und das hat mir zum Beispiel auch mal geholfen bei einer eigenen Meinungsbildung oder auch bei der Bildung von Argumentationen, wie ich denn persönlich damit umgehe, wenn ich so Argumentationen höre. So, wir haben jetzt mittlerweile ein paar Rückmeldungen, keine Erfahrung mit Podcast. Michael schreibt, er hört gerne BZT. Das sagt mir jetzt nichts. BZT. Khaled schreibt, ich habe keine abonnierten Podcasts, aber er hört viele Radiobeiträge über die ARD Audio App. Hier kann man auch eigene Playlisten erstellen und auch keine Erfahrung. Gut, ich meine, vielleicht setzen wir ja heute ja auch den Grundstein für die ersten Erfahrungen auch zu setzen. Und daher jetzt einfach mal, Jan, wenn ich mit dem Thema Podcast hören, also nicht produzieren, sondern hören, anfangen möchte, was wären deiner Meinung nach denn gute erste Schritte? Also wie finde ich zum Beispiel auch Podcasts, die mich interessieren? Also das Komfortabelste ist, wenn man das über das Smartphone macht, weil man da sozusagen eine Podcast-App installieren kann und dann ziemlich entspannt Schlagworte eingeben kann, die einen selbst interessieren. Also Zeitgeschichte zum Beispiel oder Eisenbahn oder, keine Ahnung, Knoblauchaufzucht in Sibirien, weiß der Fuchs was. Und wenn das verschlagwortet wurde, werden die entsprechenden Podcasts angezeigt. Und da gibt es dann halt eine Menge Unterhaltsames und da muss man sich so ein bisschen rantesten. Prinzipiell würde ich sagen, dass die Anbieter, also Apple Podcasts zum Beispiel oder auch Spotify, dadurch, dass sie sich mit anderen Hostern zusammentun,
schon ihre Listen sehr sauber halten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dort an schlechte Qualität zu geraten, ist dadurch schon mal begrenzt. So, und da muss man sich einfach mal reinhören. Gefällt neben dem interessanten Inhalt, kann man die Stimme leiden? Also ist das jemand, den man sich dauerhaft aufs Ohr geben kann? Viele Online-Redaktionen, also Spiegel, Zeit, die Tagesschau, gibt es alles als Podcast. Und darunter gibt es auch sehr lustige oder sehr unterhaltsame Formate. Zum Beispiel gibt es einen Podcast, ich glaube, er ist von der Zeit, ich will jetzt nicht zu viel sagen, der heißt Alles gesagt. Und da wird so lange mit einem Gast geredet, bis das Thema durch ist. Und es gibt eine legendäre Folge mit Ulrich Wickert, die ist nach 4,5 Minuten vorbei, weil er sagt, so, wir sind durch. Alles gesagt. Und dann sind alle schockiert, dass es jetzt vorbei ist, aber irgendwie lief es nicht. Und dann haben sie nochmal wiederholt und die Folge mit Ulrich Wickert, dann geht 4,5 Stunden. Weil dann hat er alles ausgepackt, was ihm wichtig war. Also an dieser Stelle sich tatsächlich fröhlich voranbegeben und einfach mal gucken, was es da so gibt und testen, abonnieren, reinhören und dann das eigene Portfolio zusammenstellen. Ja, Michael fragt jetzt gerade, also zum einen erklärt er BZT, Bildung, Zukunft, Technik, Schaumburg, XYZ. Und die Frage, 45 bis 60 Minuten, immer die gleiche Stimme, funktioniert das wirklich? Ja, also heute klingt die Stimme wirklich furchtbar. Unabhängig davon geht es in meinem Podcast vor allen Dingen um die Gäste. Das heißt, es ist in der Regel ein Dialog, normalerweise ich im Gespräch mit meinem Gast. Und dann gibt es verschiedene auch Elemente in diesem Podcast. Und wenn ich im Podcast-Schnitt setze ich Marker, das heißt, in der jeweiligen Episode gibt es einzelne Abschnitte. Also ich frage zum Beispiel meinen Gast am Anfang immer, wie er die sächsischen Verhältnisse versteht. Oder es gibt ein kleines Spiel relativ zum Ende der Sendung, das heißt, das Spiel heißt Entscheiden oder Leiden. Da ziehen wir Entscheidungssituationen aus dem Stoffbeutel, die nie angenehm sind. Und dann muss der Gast sich eben für eine dieser beiden Varianten entscheiden. Zum Beispiel, was war neulich, was hervorragend funktioniert hat. Ach so, genau. Immer wenn du redest, rülpsen müssen oder immer wenn du jemanden küsst, pupsen müssen. Und dann muss der Mensch sich entscheiden und sagen, warum er sich so entschieden hat. Und das heißt, mit verschiedenen Elementen versuche ich dann auch, die einzelne Episode zu strukturieren. Und ich glaube, es gibt aber auch sehr konkrete Menschen, die sozusagen nur zu bestimmten Abschnitten in der Episode springen, weil sie sagen, das Thema interessiert mich. Zum Beispiel mit Professor Vorländer die Auswertung der Ergebnisse der sächsischen Landtagswahl. Da haben wir einen relativ großen Block in der Sendung gehabt von 20 Minuten und dann wird vielleicht nur das angehört. Okay, also das heißt, wenn ich jetzt anfangen möchte, der gute Start ist einfach, sich über Smartphone eine Podcast-App zu organisieren. Die gibt es kostenlos im Play Store oder im Google Store oder im App Store von Apple. Und dann gibt es dort verschiedene Kategorien. Und dann, ich glaube, muss man sich einfach so seine Playlist einfach zusammenstellen und auch so nach Neigung und Themen gibt es da eine ganze Menge und Inhalte auch. Wenn wir jetzt, also Podcast ist ja auch eine fantastische Möglichkeit, ich sag mal jetzt auch selber Inhalte zu produzieren. Du hast vorhin gesagt, jeder kann Podcasts produzieren. Andere Frage oder andere Perspektive jetzt für diejenigen, die jetzt vielleicht vorhaben, Podcasts selber zu produzieren. Was kann man denen dann so mit an die Hand geben oder was sind denn da empfehlenswerte erste Schritte? Ja, da traue ich mich nochmal, den Bildschirm freizugeben. Sehr gerne. So habe ich angefangen in diesem Vierschritt. Also als erstes habe ich geklärt, was ich will. So ein paar skizzenhaft aufgeschrieben. Was ist das Thema? Was ist das Anliegen? Was ist eigentlich meine Idee? Als zweites habe ich geklärt, mit wem will ich eigentlich reden? Also wird es ein Gesprächspodcast oder rede nur ich? Oder lade ich mir Menschen ein oder gehe ich zu Menschen nach Hause oder wohin auch immer oder treffe ich die in der Straßenbahn oder. Mit wem will ich auch nicht reden? Also wer kriegt bei mir keine Plattform? Auf wen habe ich keine Lust? Wie ist der Sendungsverlauf? Also was soll da eigentlich konkret passieren? Gibt es Musik? Gibt es keine Musik? Gibt es irgendwas, was sich wiederholt? Oder so, ne? Also dass man eine Dramaturgie hat, wie die Podcast-Folge funktionieren könnte. Und da muss man vor allen Dingen auch klären, wie lang soll sie sein. Also es gibt ja auch Podcasts, die sind so 3 Minuten oder 6 Minuten lang pro Folge oder 8 oder 15. Ich wollte mal bei 30 Minuten landen, aber das ist mit den Gesprächsgästen nur schwerlich möglich gewesen.
Und erst dann habe ich geklärt, welche Technik brauche ich. Also was kann für mich gut funktionieren? Und da gibt es unterschiedliche Varianten. Ich kenne auch Podcasts, die werden mit dem Smartphone, mit der Diktierfunktion des Smartphones erstellt sozusagen. Da habe ich eine MP3-Datei, die ich dann am Computer schneide und dann sozusagen hochlade. Ich habe mich dafür eine andere Variante entschieden, weil das Konzept bei mir vorsieht. Ich besuche meine Gäste sozusagen und bringe die gesamte Technik mit. Und da aber Büroräume zum Beispiel von Abgeordneten oder so sehr unterschiedlich sind, musste ich da auf eine Variante kommen, die mir relativ hohe akustische Sicherheit gibt, weil ich glaube, ein Qualitätskriterium oder ein wesentliches Qualitätskriterium neben dem interessanten und relevanten Inhalt ist vor allen Dingen eine gute Tonspur. Ja. Also es muss einfach gut klingen. Menschen hören überwiegend Podcasts mobil oder im Auto. Das heißt, ich brauche eine relativ gleichförmige Ausspiellautstärke, weil wenn ich da so Pegel drin habe und es immer reißt und die Menschen immer am Autoradio drehen müssen oder denen irgendwann das Blut aus den Ohren läuft, weil ihre Kopfhörer explodiert sind, dann hilft das nicht. Also das heißt, auf der technischen Seite muss man noch mal ein bisschen gucken. Also das kann ich, ich sag mal, dahingehend auch unterstützen, dass ich, was wir jetzt bei den Webinaren merken, wenn es auch um die Technik geht, weil man gerade beim Ton gibt es ja auch bei schlechteren Mikrofonen so ein Grundrauschen im Hintergrund, ja, was dann so ein sirrendes Rauschen gibt, wo man nachher einfach nur noch Kopfschmerzen von kriegt und nicht mehr zuhören kann. Und ja, wenn da die Qualität nicht stimmt, dann hat man wirklich Schwierigkeiten, die Leute auch da am Ball zu halten. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Genau, und an der Stelle lohnt es sich sozusagen im Zweifel auch ein bisschen zu investieren. Hier habe ich was. Ich habe mich dann, also ich hatte erst ein Diktiergerät, was ich sozusagen einfach in die Mitte stellen wollte, um dann zu, so, ne, man redet miteinander. Und da, das habe ich ausprobiert und mich auch nochmal mit einem Radiomoderator beraten und bin zu dem Ergebnis gekommen, das wird nicht dauerhaft funktionieren, weil man dann schon sehr nah ran muss, auch für die Aufzeichnung, damit die Qualität am Ende stimmt. Und ich habe mich dann für Kopfhörer entschieden, die mit einem extra Mikrofon sozusagen ausgestattet sind. Und ich nehme jede Tonspur einzeln auf. Das heißt, ich zeichne mich auf, zeichne mein Gegenüber auf und spiele dann noch über das Audio-Interface des Laptops. Das sieht man hier in der Präsentation auch. Ich benutze Ultraschall und Reaper. Dann noch Töne und Jingles und so weiter und so weiter ein. Und da gibt es aber auch sehr gute zum Teil kostenfreie Technik, also um Podcasts zu schneiden, es gibt kostenfreie Audio-Jingles, die man einfügen kann und so weiter. Also hier kann man Geld einsetzen, wenn man will. Und ich würde sagen, gerade beim Mikrofon und auch oder bei der Mikrofon-Kopfhörer-Kombination sollte man sich das gut überlegen. Aber auch da gibt es sozusagen Einsteigervarianten für knapp 60 Euro. Und nach oben gibt es keine Grenze. Ja, also das heißt, du sagst, du nimmst beide Audiospuren parallel auf. Funktioniert das mit einem Aufnahmegerät oder hast du da zwei? Nee. Ich habe hier, das sieht man auch in der Präsentation, das Zoom H6. Das ist ein Audiorekorder, der bis zu 6 Kanäle gleichzeitig aufnehmen kann. Wobei, also fairerweise muss man sagen, 4 plus einen 5. Stereokanal und dann kann man da noch ein kleines Mikrofon anstecken. Das ist aber alles zu viel. Also 4 sind jederzeit möglich an dieser Stelle. Und das Gerät, was auch in der Präsentation zu sehen ist, sozusagen, da sieht man rechts 2 Audioeingänge. Obendrauf sind diese 4 Drehräder, wo ich auch jedes einzelne Mikrofon, was ich anschließe, nochmal technisch nachsteuern kann. Das ist ziemlich komfortabel, das Teil, und nahezu unverwüstlich. Also ich weiß gar nicht, den gibt es, glaube ich, in dieser Variante schon seit 8 Jahren und ich, okay, ja, also ich bin absolut überzeugt davon. Sind das XLR-Eingänge an der Seite? Genau. Ja, das sind XLR-Eingänge. Hat das eine Phantomspeisung für Kondensatormikrofone? Ja, 24 und 48. Cool. Ja, es ist wirklich cool, das Teil. Ja, ich gucke gerade, 306 Euro bei Thomann. Hat es ein USB-Interface, um direkt an den Laptop anzuschließen? Ja. Nein, oder? Ja, na klar. Cool. Ich kann ja mal. Ich kann das Ding im Prinzip als Art, ja, als Audio-Interface nutzen. 2 Kondensator oder 3, 4 sogar, ne? 4 Kondensatormikrofone mit Phantomspeisung anschließen.
und das Ding direkt durch an den Computer schleifen. Genauso mache ich das. Genau so ist mein Setup. Weitergedacht, wird das Teil zum Beispiel jetzt auch in so einer Zoom-Videokonferenz als Audio-Input erkannt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht passiert. Also, ausprobieren. Gut, probieren wir nachher mal auch. So, von Khalid kommt jetzt noch die Rückmeldung. Zoom könnte ich ebenfalls empfehlen, hat aber nichts mit unserem Webinarprogramm zu tun, oder? Naja, im Prinzip schon. Zoom ist ja der Hersteller der Mikrofone und der Aufnahmegeräte. Und wenn wir über Technik reden, ohne für irgendwas Werbung machen zu wollen, müssen wir das Kind natürlich auch beim Namen nennen. Es geht ja auch einfach um Hilfestellung für Menschen, die anfangen wollen. Und da gibt es schlechte wie auch gute Technik. Und da muss es auch okay sein, auch mal Marken zu nennen. Ja, hilft auch leider nichts. Also das ist, ich habe mich ein bisschen umgeguckt und das ist sozusagen ein unverwüstliches Vier-Kanal-Aufnahmegerät, was sozusagen, da ich es direkt an den Laptop anschließen kann, noch eine externe Batterieversorgung hat. Ich kann es aber auch über USB versorgen. Also es wäre meine absolute Kaufempfehlung, wenn ich so eine mobile Variante wähle. Wenn ich ein Studio habe, wenn ich immer an derselben Stelle aufzeichne, dann könnte ich auch USB-Mikrofone nehmen. Ist überhaupt gar kein Problem. Aber dadurch, dass sich bei mir die Gesprächssituation auch immer mal verändern, nicht mal zwei Gäste habe, vielleicht sogar mal drei Gäste habe, brauche ich da eine gewisse Flexibilität, um damit umzugehen. Ah, okay, genau. Ich habe den Kadett falsch verstanden. Jetzt setzt das gerade richtig, weil Zoom, der Hersteller, natürlich genauso heißt wie die Videokonferenz. Ach so. Der Zoom. Weiß ich nicht, ob die was miteinander zu tun haben. Und ich meine, das Logo sieht schon ziemlich gleich aus. Ne? Also ich sage jetzt mal, vielleicht. Da würde ich mitgehen. Wunderbar. Also da sind wir d'accord. Klasse. Aber ich, Tobias, ich gehe nochmal eine Folie weiter. Ja, gerne. um sozusagen die Funktionsweise zu zeigen. Seht ihr den Mauszeiger eigentlich? Ja. Ja. Okay. Also, Kopfhörersignal geht in das Zoom H6, wird von dort per USB auf den Laptop übertragen. Dort liegt Reaper, das ist ein Schnittprogramm, das kann man in einer Einzellizenz erwerben. Das ist von denselben Programmierern, die früher mal Winamp gemacht haben. Ich weiß nicht, das war so ein Musikplayer unter Windows, der sehr, sehr anpassbar war. Und das haben die im Grunde weitergetrieben und auf ein Musikschnittprogramm übertragen. Es gibt aber auch andere. Audacity zum Beispiel, das ist Open Source und kostenfrei, das funktioniert ähnlich gut. Und für Reaper gibt es aber ein extra Layer, also eine extra Programmierung für die Aufzeichnung und den Schnitt von Podcasts. Und das Programm heißt Ultraschall oder dieser Layer heißt Ultraschall. Und das ist wirklich großartig, weil dort ein Team aus Menschen, aus Podcasterinnen und Podcastern, so lange gefrickelt und gebaut hat, bis sozusagen alle technischen Einstellungen so sind, dass man damit astreinen Podcasts produzieren kann. Das heißt, der Schall kommt aus dem Mikrofon, aus den angeschlossenen Kopfhörern, geht in das Zoom H6 und geht von dort per USB weiter in den Laptop, wird aufgezeichnet. Gleichzeitig läuft das Signal zurück, nämlich wenn ich aus dem Laptop heraus sozusagen Sounds abspiele, hören das alle auf den Kopfhörern. Und auch das Mikrofonsignal, weil alle ja Kopfhörer aufhaben, wird dann alle ausgespielt. Klasse. Habe ich direkt eine Frage dazu. Wenn ich jetzt mehrere Mikrofone an das Zoom H6 anschließe, kann ich dann jede einzelne Spur in dem Reaper-Programm steuern oder kommt nur eine Stereospur rein? Nee. Also du hast für jeden XLR-Anschluss hast du sozusagen eine eigene Spur, die dann kommt. Das ist echt krass. Also, ich recherchiere ja gerade für ein anderes Projekt nach Audio-Mixern und die haben halt alle die Eigenschaft, wenn ich mehrere Mikrofone anschließe, habe ich ein gemischtes Stereo-Ausgangssignal, was vom Computer kommt. Ja. Und wenn ich jetzt im Prinzip hier die vier Ausgangssignale habe, die ich dann am Computer mischen kann, also das ist klasse. Genau. Und für den Rückkanal, also damit die Leute sich dann auch wieder hören, gibt es sozusagen ein Mini-Amp, also das,
Da kann dann auch jeder Gast seine eigene Hörlautstärke individuell einstellen. Ich höre immer besonders laut mit, damit ich jedes Räuspern, Schmatzen, Husten und so weiter höre, damit ich dann hinterher auch im Schnitt weiß, ah, da war was, musst du nochmal genau hingucken. Und das ist ziemlich komfortabel, weil man so sozusagen auch die individuellen Hörgewohnheiten der Gäste oder ja doch auf die individuellen Hörgewohnheiten der Gesprächsgäste gut reagieren kann, indem man sagt, nee, ich brauch's nicht so laut, lieber, ich will mich mehr auch konzentrieren können und so. Das ist ja kleines, feines Setup, relativ schnell aufgebaut. Ist gut. Klasse. Wenn ich jetzt mal weiterdenke, weil Podcast ist ja nicht nur Audio, es gibt ja auch Videopodcasts. Ja. Und ich hatte dir ja schon von meiner Idee erzählt, ein interaktiver Live-Podcast auch über die Zoom-Software. Also das heißt, mit einem Laptop, einer guten Webcam, so einem Gerät und zwei Mikrofonen habe ich im Prinzip mein komplettes Multimedia-Studio in einer Tasche. Grundsätzlich ja, denke ich. Also ja, es könnte funktionieren. Cool. Okay. Klasse. Ja. Gibt es von den Anwendern, also im Moment, ich bin gerade auch total begeistert jetzt von diesem Gerät, von diesem Input. Gibt es denn von den Anwendern? Noch mal reden sollen. Ja, genau. Ihr dürft auch was fragen. So, Karin fragt, verdoppelst du die Monospur des Headsets-Mikro im Nachgang beim Schnitt oder nehmen die direkt Stereo auf? Nee, warte mal. XLR ist doch eigentlich nur Mono-Audio, oder? Genau, also die menschliche Stimme wird sozusagen Mono aufgenommen und ich spiele es aber hinterher als Stereodatei aus. Das würde die Möglichkeit geben, ich könnte sozusagen auch über die Feineinstellung dafür sorgen, dass meine Stimme über das linke Ohr ausgespielt wird und die Stimme meines Gesprächsgasts über das rechte Ohr des Hörenden. Da gibt es auch ein paar Podcasts, die das machen. Ich persönlich mag das nicht, weil ich dann immer das Gefühl habe, ich sitze direkt zwischen den Leuten, die da gerade miteinander reden. Deswegen spiele ich sozusagen alles am Ende auf Stereo aus. Ja, ich glaube, die Frage war, ob du dann die Monospur, die kannst du ja im Prinzip doppeln und einer auf den linken, einen auf den rechten Kanal legen und dann als Stereo ausspielen. Aber im Prinzip hast du ja gerade gesagt, du bearbeitest die in Mono und exportierst nachher eine Stereo-Datei. Genau. Okay. Prima. Gut. Okay, schreibt er. Gut. Also, das ist im Prinzip so dein Setting, mit dem du arbeitest, mit dem du mobil bist, mit dem du vor Ort bist. Ich schaue jetzt gerade mal, wenn Menschen jetzt Lust haben, sich selber was anzuschaffen. Das sind jetzt ja erstmal nicht gerade günstige, ich sag mal, Anschaffungskosten für einen ersten Versuch. Also ich sag mal, gutes Mikrofon ist nicht gerade billig. Das Zoom sehe ich jetzt gerade, kostet knapp 300 Euro. Also ist man ja locker mal so mit 500, 600 Euro erstmal mit dabei. Was kannst du denn Leuten empfehlen, die vielleicht, ich sag mal, im kleineren Budgetbereich, vielleicht auch mit Smartphone, mal anfangen wollen, was aufzunehmen oder zu machen? Ja. Also wir brauchen ja verschiedene Elemente. Die Schnittsoftware, um die Datei bearbeitbar und dann vor allen Dingen auch für den Podcast-Host ausspielfähig zu machen. Da könnte man kostenfrei auf Audacity zugreifen. Gibt es aber auch andere Programme, die sozusagen in der Lage sind, mehrere Tonspuren zu verarbeiten. Man kann kostenfreie Musik verwenden. Also auf der Seite können wir ganz viel sparen sozusagen. Wo ich nicht sparen würde, ist tatsächlich das Mikrofon. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man das Zoom, das ist leider auch, nee, was heißt leider, das ist auch die Firma Zoom, das Zoom H2N, ich könnte das jetzt mal ganz kurz Bildschirm freigeben. Ich glaube, ich habe das hier auch irgendwo in irgendeiner Kiste noch liegen. Okay. Ja, hier. Ja, genau. Ja, aber das ist schon das ist das sehr alte. Das ist das ganz alte H2. Das war so vor 8 Jahren mal modern. Genau. Also, das gibt, weiß ich gar nicht, ob es das noch gibt. Ich würde jetzt das hier empfehlen wollen, was jetzt im Monitor zu sehen ist, sozusagen. Richtig. Das ist das Zoom H2N. Das hat sehr fein ausrichtbare Mikrofonkapseln. Und die kann ich sozusagen
in so einer XY-Stellung ausrichten und kann dann meinem Gesprächsgast das Ding hinhalten. Wir können, er redet, dann nehme ich es wieder zu mir, ich rede. Und so kann man sozusagen eine relativ qualitätvolle Audiospur herstellen. Das Video- und Podcast-Projekt Jung und Naiv, die machen das damit. Die nehmen das Ding sozusagen. Und die Audiospur ist auch fein. Da ist man dann trotzdem noch bei 149 Euro. Man könnte es versuchen mit einem Smartphone. Ich hole mal ganz kurz. Und so Ansteckmikrofonen. Da hat man so Lavaliers, die gibt es dann auch für relativ wenig Geld. Das ist jetzt eins. Es sind Duo-Lavalier, also man hat sozusagen zwei Mikrofone, aber nur einen Klinkenstecker. Da käme dann sozusagen beide Redebeiträge oder beide Audiospuren oder beide Mikrofone kommen auf eine Audiospur raus, so muss ich sagen. Das ist für den Schnitt hinterher nicht ganz so günstig, weil wenn jemand redet und ich räuspere mich, ist es ein Mulm. Und das kann man technisch nicht mehr auseinandernehmen. Prinzipiell würde ich empfehlen, bei Podcasts leiser aufzuzeichnen, als man tatsächlich dann später die Datei ausspielt und es lieber technisch hinterher etwas lauter zu machen, weil umgekehrt kann man es nicht retten. Das heißt, wenn ich zu laut aufzeichne und dann das Mikrofon knarzt und knallt, das kann ich technisch hinterher nicht mehr regulieren. Genau, also Smartphone, Mikrofon ran, Schnittprogramm und dann muss man noch wahrscheinlich ein bisschen Geld investieren, um den Podcast tatsächlich bei einem der Hoster einzutragen. Oder man findet, hat Lust zu frickeln, nimmt ein WordPress-Website, da gibt es ein WordPress-Add-on, das heißt Podlove. Das ist auch ziemlich komfortabel für die Einrichtung eines eigenen Podcast-RSS-Feeds. Khalid fragt gerade, also das ist eine Empfehlung, was ich für unterwegs gerne mal nutze für so Interviews. Das ist das Rode VideoMic, kostet 49 Euro, braucht keine separate Stromquelle, wird einfach ans Smartphone angeschlossen und hat eine sehr, sehr gute Audioqualität. Und Khalid fragt jetzt gerade, welche Funktion der Puschel hat. Ich finde den Namen des Puschels viel wichtiger. Echt? Wie heißt der Puschel? Hat der einen Namen? Ja, der heißt, also auf Deutsch heißt er Tote Katze. Ach so, ich dachte Plopschutz. Nee, Tote Katze und im Englischen ist es die Dead Cat. Und es hat einfach nur den Grund sozusagen, also Plopschutz ist das eine, beziehungsweise dieser große Puschel ist vor allen Dingen dafür da, um Windgeräusche abzufangen. Genau. Also wenn man Audioaufnahmen draußen macht und es weht, das kennt man vom Telefonieren, wenn man sozusagen draußen ist und es pfeift ins Mikrofon rein, die Tote Katze verhindert diese Sturm- und Windgeräusche. Genau, das kennt man ja, wenn man mit dem Smartphone draußen was aufnimmt und dann der Wind mal weht, dann hat man dieses immer mit drauf und das wird damit unterbunden. Genau, und dann, ich sag mal so, wer ein bisschen mehr Geld ausgibt, hatte ich dir vorhin ja auch schon mal gezeigt, das ist auch sehr zu empfehlen, das kostet um die 130, 140 Euro, ist ein USB-Mikrofon, schließt man einfach an den Computer an und hat auch hier so diesen Schutz für den Schmatzgeräuschen, dass die nicht so deutlich dann auch aufgenommen werden. Also Rode insgesamt macht auch sehr, sehr gute Mikrofone. So, gibt es denn irgendwie noch Wünsche oder Fragen von den Anwesenden bezüglich Technik, Produktion, Veröffentlichung, Themen, Auswahl, Recherche, dass wir das Ganze jetzt vielleicht noch ein bisschen in eure Richtung noch steuern können? Weil wir müssen dem Jan bei seiner Erkältung jetzt auch ein bisschen Gelegenheit geben, dass die Stimme sich regeneriert. Ich bin so froh, dass ich diese Woche keine Aufzeichnung habe. Das wäre überhaupt nicht gegangen. Ja, aber bis jetzt wirklich super. Danke, ich halte durch. Ganz fantastisch. Also wenn ich nächstes Jahr im Mai bin ich ja in Berlin, vielleicht sehen wir uns da ja bei der Republika, dann gebe ich dir auch einen Ricola aus. Ja. Fantastisch. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall. Gut. Also es scheint mal nicht, dass irgendwie jetzt noch Fragen da sind. Was für Tipps, also wir sind jetzt ja, ich sag mal so, auf der Endspurt, auf der Zielgeraden. Was für Tipps hast du denn für Menschen, die mit Podcasting anfangen wollen und da eigentlich noch keine Erfahrung haben?
Oder vielleicht, was hättest du anders gemacht bei deinem Einstieg, wenn du das gewusst hättest, worüber du dich hättest ärgern können? Also das Schlimmste, was mir passiert ist, das kann ich echt, das hat mich irre fertig gemacht. Das habe ich erst bei Folge 25 kapiert. Ich bin technisch ganz okay drauf, glaube ich, aber eben nicht so richtig gut drauf. Das hier, sieht man das? So. Das ist eine Stereoklinke, daran zu Ich wollte erkennen, dass sie zwei schwarze Ringe hat. Ich habe mit diesen Kopfhörern aufgezeichnet und der Ton kam immer nur über ein Ohr. Und ich bin fast wahnsinnig geworden. Ich habe alle technischen Einstellungen dreimal neu aufgesetzt und es hat nicht funktioniert. Und irgendwann sagte jemand, ja, muss man Stereokabel nehmen, dann kriegst du auch nicht nur monoton. Das war, da war ich, ich war, ich bin vor Scham fast im Boden versunken. Das war echt unendlich peinlich. Okay, jetzt ist es so. Ich hätte, wenn ich jetzt nochmal beginnen würde, würde ich, glaube ich, sofort zu einem Podcast-Hoster gehen und nicht erst den ganzen Quatsch anfangen mit selber frickeln und nochmal bei WordPress Plugin und RSS-Feed selber bauen und so. Das kann man leichter haben für vergleichsweise wenig Geld. An der Stelle würde ich das, glaube ich, anders machen. Und sonst ist das Wichtigste, was es braucht, Neugier, Neugier, Neugier und Neugier. Und ich habe die ersten 10 Folgen, um zum Rumprobieren, da habe ich abends beim Bettbringen meines Sohnes, habe ich mit dem sozusagen Gute-Nacht-Geschichten aufgenommen. Wir haben unseren eigenen Mini-Podcast produziert und dann, also erstmal testen. Und wenn man mit dem Podcast online gehen will, würde ich sehr empfehlen, 3, vielleicht 4 Folgen vorzuproduzieren und mit denen relativ schnell hintereinander online zu gehen. Weil wenn die Leute einmal reingehört haben und es ein tolles Thema ist, mit dem du unterwegs bist und es irgendwie toll, also einfach gut ist, dann wollen die schnell mehr. Und dann muss man sozusagen ein bisschen was anbieten können, sonst verschwindet man gleich wieder in der Versenkung. Und das ist, ja, und dann muss man ganz viele Menschen bitten, den Podcast zu bewerten. Also herzliche Einladung, sächsische Verhältnisse, irgendwo mal 5 Sterne geben oder so. Weil nur dann wird man sozusagen algorithmisch nach oben sortiert und kann die Reichweite vergrößern. All das, ja, kann man machen, muss man. Okay, und wie groß war dein Schrecken, als du das erstmal deine Stimme aufgenommen gehört hast? Naja, also ja, geht schon. Ich glaube, dass das passiert vielen, die sich dann das erste Mal selbst auf Video sehen oder auch selbst hören. Dann, mein Gott, Ja, wie klingt also das? ich persönlich finde Video schlimmer als Audio. Meine Stimme ist normalerweise, finde ich die eigentlich ganz okay. Ja, insofern, das ist ungewohnt natürlich, aber so müssen einen ja alle anderen hören und ertragen. Insofern ist das mal Eben, eine ganz eben. gute Rückmeldung. Also das sage ich mir auch bei den ganzen Videos und bei den Aufnahmen. Meine Mitmenschen müssen mich ja den ganzen Tag so sehen, ich nur diese Ja. eine Stunde in der Woche. Also von daher bin ich eigentlich verhältnismäßig noch sehr gut dran, ne? Gut, ja, in diesem Sinne, Jan, herzlichen Dank, dass du so gut durchgehalten hast, trotz starker Ja. Erkältung, ja wirklich. Und für alle einfach nochmal ans Herz gelegt, sächsische Verhältnisse, hier nochmal kurz gezeigt unter sächsischeverhältnisse.de, Podcast von Jan Witzer. Und werden wir nachher auch nochmal mit verlinken. Vielen Dank. Ja, und euch allen, die ja dabei wart, vielleicht gibt es ja irgendwie nochmal so einen Anreiz, euer Podcast-Erlebnis zu steigern oder damit zu starten. Wenn Ja, ihr klar. anfangen solltet, irgendwo selber zu produzieren, das würde mich brennend interessieren. Lasst mir irgendwie mal den Namen in den Kommentaren dann auch zukommen. Ja, oder per Mail oder wie auch immer. Ja, Ja, und oder wer in. Hilfe braucht, Ja, wer sozusagen genau. Beratung braucht, kann sich gerne melden. Also kein Problem. Ich helfe Genau, gerne, richtig. wenn das gewünscht ist, sozusagen. Klar. Da freuen wir uns auf jeden Fall sehr, wenn wir da Rückmeldung kriegen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Abend. Wir haben nächste Woche Montag schon wieder das nächste Webinar mit dem Steffen Haschler vom Chaos Computer Club. Und da geht es Cool. um Datensicherheit, Verschlüsselung und ganz, ganz interessantes und auch wichtiges Thema. Und ihr seid natürlich alle herzlich eingeladen, wieder 19 Uhr. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut. Bis bald. Danke, tschüss.